B redet. Das Infotainment-Magazin mit Christian Becker. Ich date diesen Typen nun schon seit 2 Wochen und ich mache mir bereits Gedanken darüber, ob er mich attraktiv genug findet. Es macht mich wahnsinnig, dass er mir heute immer noch nicht geschrieben hat. So oder einen so ähnlichen Satz kennen mit Sicherheit viele von uns. Dating und Beziehung in heutiger Zeit scheinen nach außen hin immer komplizierter zu werden. Und mal ganz provokativ gefragt, haben wir hier vielleicht ein Problem? Sind wir mittlerweile beziehungsunfähig geworden? Wird Zeit, dass wir unserem Beziehungsverhalten mal auf die Finger schauen? Und das machen wir zusammen mit Chris Weirater. Er ist Pädagoge und Psychologe und hat sich ganz intensiv mit dem Beziehungsverhalten von Erwachsenen beschäftigt, gerade auch im Hinblick auf die Bindungstheorie. Das wird ein spannendes Thema, mit dem wir uns mal auseinandersetzen. Fakten auf den Punkt gebracht. Mit Infos, Gästen und Analysen. Für dich. Das gibt es in dieser Folge. In der Anmoderation hast du ja schon einen vielleicht ziemlich typischen Satz gehört, wie er in abgewandter Form häufig auftreten könnte. Die ständige Ungeduld, wann schreibt mir mein Crush, oder das ständige Hinterfragen, ob man selbst genug für andere Menschen ist. Der Kopf und die Gedanken fahren Achterbahn. Nicht nur beim Kennenlernen von jemandem, sondern auch vielleicht nach Jahren in einer Beziehung fahren die Hirnsynapsen Karussell und drehen sich manchmal im Kreis. Fragen wir doch mal ganz konkret und provokant, sind wir denn beziehungsunfähig geworden? Ich mag dieses Wort beziehungsunfähig nicht so gerne. Ich glaube, das ist eher ein Social-Media-Trend, oder auch ein Wort, das in der Literatur durch einige Bücher so ein bisschen geprägt worden ist. Ja, beziehungsunfähig sind wir grundsätzlich alle nicht. Da kann ich schon mal alle beruhigen, denn es ist ein menschliches Gefühl, ja, und ein menschliches Bedürfnis, Beziehungen zu führen. Aber wie wir in deinen Zitaten ja eben auch gehört haben, pflegen und hegen und initiieren Beziehungen ganz, ganz unterschiedlich. Und deswegen kommt es eben häufig zu Beziehungsproblemen, oder Menschen erleben Dating oder Dating-Apps oder ähnliches eben als sehr anstrengend und als sehr energieraubend. Ja, deswegen würde ich nicht sagen, dass wir beziehungsunfähig geworden sind, sondern dass eher dieser ganze Prozess, dieses ganze Thema Beziehungen und Partnerschaft eher einen größeren Raum einnimmt, ja, mehr Energie kostet, weil wir auch viel Energie investieren natürlich. Und es hat eine andere Priorität gewonnen im Vergleich zu früher vielleicht. Und ist natürlich deswegen auch ein bisschen komplizierter geworden, was unsere Erwartungen, Ansprüche und unser Verhalten somit auch so ein bisschen betrifft, ja. Also die gute Nachricht schon mal vorweg, dass nicht jede Hoffnung vielleicht bei uns verloren ist. Dann müssen wir mal herausfinden, wo genau und warum es eigentlich manchmal hakt und wie wir daran arbeiten können. Dann nehmen wir uns jetzt einfach mal so ein bisschen Zeit für. Häufigstes Problem beim Kennenlernen, beziehungsweise auch schon vorher beim Suchen des geeigneten Partners oder der Partnerin, sind die hohen Ansprüche. Nicht unbedingt die eigenen gemeint, sondern die wir an das Gegenüber haben und stellen. Die belgische Psychotherapeutin Esther Perel hat es einmal ganz treffend formuliert, wie ich finde. Sie hat mal gesagt, heute soll ein Partner das erfüllen, wofür früher ein ganzes Dorf zuständig war. Mal kurz sacken lassen. Schließt natürlich auch eine mögliche Partnerin mit ein. Wir beziehen ja hier heute beide Geschlechter in dieser Folge mit ein. Im Vergleich zu unseren Großeltern oder Eltern wird ein großer Unterschied aber deutlich. Wir heutzutage führen zum Teil ein Vielfaches an Beziehungen bzw. Beziehungsanbahnungen, wie es in den vorhergehenden Generationen der Fall war. Für einige fühlen sich heutzutage schon der Flirt oder sogenannte Situationships auch schon wie Beziehungen an, obwohl sie eigentlich gar keine sind. Und diese Veränderungen sind auch Chris aufgefallen und gibt der belgischen Psychotherapeutin hier recht. Ich glaube, das hat sich auch geändert, dass wir inzwischen eben einen Partner, Partnerin möchten, die nicht nur einen kleinen Teil in unserem Leben einnimmt, sondern vielleicht sogar einen zentralen Teil in unserem Leben, ja. Und Esther Perel hat es auf Englisch formuliert, aber auf Deutsch würde es eigentlich bedeuten, wir suchen einen Partner, mit dem wir alles machen können für immer, ja, und in jeglicher Situation. Also eigentlich suchen wir, oder viele Menschen suchen einen Partner und nehmen sich das vor, der Liebhaber, der das Hobby mit mir teilen soll, der die gleichen Vorstellungen haben soll, mit dem ich Spaß haben kann, mit dem ich traurig sein kann, mit dem ich quasi alles Mögliche machen kann, was vielleicht sonst, wie sie auch gesagt hat, ein ganzes Dorf erfüllt hätte. Also auch quasi die
Bereiche, die vielleicht Familie, die beste Freundin, die Kollegen und so weiter übernommen haben, ja, werden heute so ein bisschen auch auf die Partnersuche oder auf den Partner projiziert, sodass dann natürlich diese Erwartungen, die wahrscheinlich niemand erfüllen kann, ja, zu so einer unerreichbaren Aufgabe werden. Ja. Also eigentlich ein völlig unrealistisches Bild, wenn wir mal ehrlich sind, so einen Menschen zu finden, der alles erfüllt und bedienen soll, und es ist fast schier unmöglicher, den zu finden. Und deswegen tun sich viele von uns wahrscheinlich auch so schwer, jemanden zu finden, beziehungsweise empfinden es selbst als schwer in der heutigen Zeit. Man hat ständig das Gefühl, dass mir bei der anderen Person was fehlt, es ist häufig immer etwas zu wenig da. Oh Mann, kompliziert, wir Menschen in der heutigen Zeit. Aber woran liegt es eigentlich, dass wir gefühlt eventuell nie den oder die Richtige oder Richtigen finden? Gerade in Zeiten von Social Media und diversen App-Dating-Programmen ist doch eigentlich ein Klacks sein, jemanden fürs Leben zu finden? Oder sind genau diese Portale und Seiten das eigentliche Problem? Ich würde es nicht so pessimistisch sehen. Viele Menschen schaffen es ja auch heutzutage über Dating-Apps, ihren Partner, Partnerin kennenzulernen und den auch zu halten oder den zu heiraten oder ähnliches, ja. Und ich glaube auch nicht oder bin der Überzeugung, dass Dating-Apps an sich ja auch nichts Schlimmes oder Schlechtes sind, ja, also im Gegenteil, es ermöglicht uns ja schon auch, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die wir sonst gar nicht kennenlernen würden, ja, also das analoge Leben, wie man früher Menschen kennengelernt hat, ja, in der Bar, in der Disco oder eben ganz romantisch im Supermarkt, das passiert ja heutzutage nicht mehr, ja, und auf den Dating-Apps könnten wir uns ja eigentlich sicher sein, dass wir dort Menschen treffen, die eigentlich dasselbe suchen wie wir, ja, also vielleicht eine Beziehung, ja, in welcher Form auch immer. Also die Dating-Apps an sich sind nicht eigentlich das Problem. Natürlich, je nach Algorithmus oder je nach Intention, wie die Menschen diese Dating-Apps nutzen, entsteht daraus eher die Frustration, ja, oder wie Menschen auch eben mit Matches umgehen und natürlich auch mit vielleicht auf Tinder, wie gesagt, mit einer Vielzahl von Matches, wo man dann oftmals einfach diese größere Auswahl auch hat, ja, an Personen, die potenzielle Partner, Partnerinnen sein können. Und es ist menschlich ganz normal, dass wir uns ständig vergleichen mit den anderen oder natürlich dann auch die potenziellen Menschen, die wir kennenlernen, auch miteinander vergleichen. Und da kann sich eher sowas einstellen wie ein Dating-App. Burnout, ja, dass wir quasi eher gesättigt sind von den ganzen Eindrücken, die wir dort erhalten und eher sich dann eben Frustration einstellt, weil wir diese Apps wahrscheinlich eher länger nutzen, ja, und immer wieder darauf zurückkehren ohne wirkliches Ergebnis. Dating-App-Burnout, ein Begriff, über den man mal länger für sich nachdenken könnte, ob man da nicht mittlerweile schon tief drin steckt. Also das eigentliche Problem ist ja nicht die Nutzung an sich, sondern wie wir damit umgehen und diese verwenden. Aber was sind denn die größten Fehler, die wir in der Verwendung machen? Ganz konkret sollte man für sich erstmal klären, was suche ich eigentlich gerade? Etwas Festes oder nun mal den kleinen Spaß zwischendurch. Je unkonkreter meine Wünsche und Bedürfnisse sind, beziehungsweise ich diese angebe, umso höher ist quasi auch die Chance, sich in den Apps und beim Wischen von links nach rechts auch selbst zu verlieren. Mach dir bewusst, was du wirklich willst. Auch das gleichzeitige Nutzen von Dating-Apps oder Websites kann ein Problem sein. Die gestarteten Konversationen verlaufen zum Teil schnell im Sand, wenn man immer zwischen den Apps hin und her switchen muss. Bleib doch erstmal bei einem Anbieter ganz konkret und fokussiert. Triff dich auch mit potenziellen Personen nach einer kurzen Schreibphase im realen Leben. Warte erst gar nicht so lange. Schriftlich jemanden kennenlernen ist völlig okay, aber das reale Leben wartet auf euch, sagt auch die Experte. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir die Menschen schriftlich erstmal kennenlernen, weil so ein gewisses Kennenlernen hat natürlich auch den Vorteil, dass man schon mal ein paar harte Fakten sozusagen abklären kann, ob es denn zum ersten Treffen, ob das auch passt. Ja, also zum Beispiel Interessen oder grundsätzliche Vorstellungen oder Gemeinsamkeiten, das auf jeden Fall. Ja. Problem ist, wie gesagt, dass wir oft viel zu lange schreiben und wenn es eben über mehrere Wochen geht und man kein Treffen zustande bringt, dann kreiert unser Gehirn einfach ganz automatisch schon ein imaginäres Bild, wie wir vielleicht diese Person gerne hätten. Also wir beantworten uns selber offene Fragen, wie die Person
Person vielleicht so ihren Tag verbringt oder was sie denn sonst so macht, ob sie noch mit anderen schreibt, wie sie über mich denkt, wie sie denn live wäre. Und dieses Bild ist grundsätzlich eher, wenn wir der Person eher sympathisch eingestellt sind, eher positiv, was grundsätzlich natürlich gut ist. Aber es kann dann eben dazu auch führen, dass wir viel zu hohe Erwartungen haben und dieses Bild, was wir kreiert haben, über diese Person sich in der Realität dann beim Treffen natürlich nicht bestätigt. Und das führt auch zu dem, was wir am Anfang gesprochen haben, oftmals eben zu diesem Frust, dass wir dann enttäuscht wieder zurückgehen und uns eigentlich viel Zeit vielleicht investiert haben in das Schreiben, in das Chatten, in den Versuch des Kennenlernens, aber der einfach rein digital stattgefunden hat, ja, und der sich dann einfach im analogen Leben nicht bestätigt hat. Werden wir mal für einen kurzen Moment wissenschaftlich, denn wenn wir über Beziehungen sprechen, kommt auch ein komplexeres Thema der Psychologie auf den Tisch, die Bindungstheorie. John Bowlby, ehemaliger Kinderarzt und Psychiater, ist der Begründer der Bindungstheorie. In seiner Arbeit mit Jugendlichen merkt Bowlby selbst, wenn es zu Problemen mit den Jugendlichen kam, dass dies häufig auf die frühere Mutter-Kind-Beziehung zurückzuführen ist. Bowlby hat festgestellt, dass der Mensch mit zwei Verhaltenssystemen auf die Welt kommt. Das eine System ist das Bindungssystem und das andere ist das Explorationssystem oder auch Autonomie genannt. Bindungsverhalten wird beim Kind immer dann aktiviert, wenn es sich unsicher fühlt, Angst hat oder etwas braucht. Im Grunde möchte das Kind sich nur bei der Person versichern, die für das Kind verantwortlich ist, dass diese Person für das Leben des Kindes auch sorgen kann. Und dafür kämpfen die Kids, häufig durch Schreien oder Quengeln oder strecken die Arme aus, wenn sie etwas brauchen. Bindungsverhalten ist im Grunde aber auch eine Strategie, um mit Verlustängsten klarzukommen. Wie reagiere ich als Kind, wenn Mutter oder Vater gerade mal nicht verfügbar sind? Im Gegensatz dazu steht die Autonomie. Sprich, der Mensch ist im Grunde nicht dafür gemacht, sein Leben lang im heimischen Nest der Eltern zu hocken, sondern auch die Selbstständigkeit aufrechtzuerhalten. So, und jetzt kennst du oder erkennst vielleicht schon die ersten Parallelen oder auch Spannungsverhalten oder Verhältnisse in Bezug auf Beziehungen. Nämlich da wechseln wir häufig die Seiten zwischen Bindungsverhalten und der eigenen Autonomie. Wir übertragen ganz automatisch die späteren Beziehungen auf unsere erste Liebesbeziehung, die wir im Leben haben. Und das ist die, die wir zu unseren Eltern haben. Wenn wir noch kurz bei der Bindungstheorie bleiben, unterscheiden wir drei Typen. Der Ängstliche, der Vermeidende und der Sichere. Stellt sich nur die Frage, worin unterscheiden sich die drei Typen? Ja, wie ich eben schon erwähnt habe, entwickelt sich in der frühen Kindheit so eine Art Blaupause, wie wir später Beziehungen führen, Beziehungen interpretieren oder auch gestalten. Und dieses Muster entsteht natürlich vor allem in der Interaktion mit unseren Bezugspersonen, mit unseren Eltern. Und in der Psychologie unterscheiden wir grundsätzlich drei verschiedene Bindungsmuster, Bindungsstile oder auch Beziehungsstile. Der erste Beziehungsstil ist ein sicherer Bindungsstil. Dieser hat sich in der Kindheit entwickelt, da das Kind gelernt hat, ich kann mich auf meine Eltern verlassen. Ja, die sind für mich da, die befriedigen meine Bedürfnisse nach Nähe und Zuneigung. Ich bin aber auch willkommen, wenn ich zum Beispiel negative Gefühle zeige und wütend bin oder traurig bin. Ja, also hier hat man gelernt, Beziehungen, ja, die sind kontinuierlich. Ich muss da nicht kämpfen drum, sondern die sind da. Ja, ich kann mich drauf verlassen. Ja, und das zeigt sich dann später auch in der Partnersuche oder auch in Beziehungen. Die Menschen können sich schnell verlieben, die können ihre Bedürfnisse kommunizieren, die können aber auch gut Kompromisse eingehen, die nehmen viele Dinge auch nicht so persönlich, ja, zum Beispiel, wenn sich der Partner auch mal zurückzieht oder mal Nähe braucht, ja, die haben so eine gute Balance zwischen Autonomie und Bindung und diese Menschen tun sich eher leichter, einfach Beziehungspartner auch zu finden, ja, und auch Beziehungen zu führen. Ja, die haben quasi einfach eine Kompetenz auch, Beziehungen zu gestalten, ja, in einem gesunden Ausmaß. Ein anderer Bindungsstil ist dann eher auf der Seite der Bindungsangst oder auch vermeidender Bindungsstil. Hier hat das Kind eventuell eben gelernt, dass die Bezugspersonen eher unverfügbar sind. Ja, also die Bedürfnisse wurden von den Eltern eher weniger befriedigt. Ich habe vielleicht gelernt, da kommt niemand, wenn ich Probleme habe oder wenn ich weine. Gefühle zeigen ist nicht. Ja, Nähe und Zuneigung auch eher wenig. Und so diese Sätze, der Indianer kennt keinen Schmerz und stell dich nicht so an. Also Gefühle sind nicht wichtig, Bedürfnisse sind weniger wichtig. Und
Das Kind ist natürlich schlau, ja, der Mensch ist schlau und entwickelt natürlich dann eine Anpassungsstrategie, wie man dann damit umgeht. Und die vermeidenden Bindungsmuster haben gelernt, Bedürfnisse und Gefühle brauche ich nicht, ja, Nähe und Zuneigung, Support brauche ich auch nicht. Ich fokussiere mich auf mich, ich betone eher meine Selbstständigkeit, ja, und meine Autonomie. Und die lasse ich mir auch von niemandem nehmen, ja. Und deswegen sind später diese Menschen eher eben vermeidend, weil sie sich gar nicht so tief emotional auf andere Menschen einlassen möchten. Ja, weil sie sich bedroht fühlen, dass ihre Autonomie ihnen genommen wird. Ja, und dann führt es eben zu Überforderung oder eben auch Rückzug, wenn eben über Gefühle oder Commitment gesprochen wird, da man sich einfach nicht drauf verlassen kann. Im Prinzip hat man sich ja auch die Strategie entwickelt, ich kann mich auf andere Menschen nicht verlassen, also gehe ich in den Rückzug und melde mich nicht mehr ich beende die Beziehung, wenn es mir einfach emotional zu viel wird. Ja? Dagegen gibt es dann noch den dritten Bindungsstil, die befinden sich dann eher auf der Seite der Verlustangst, ja, oder sind auch, kann auch ängstlicher Bindungsstil dazu sagen. Der kann entstehen, wenn die Bezugspersonen eher unvorhersehbar waren. Ja, also manchmal waren meine Eltern total da für mich und haben mich total abgeholt. Sie sind mal fürsorglich und dann plötzlich wieder nicht. Ja, und somit habe ich dann gelernt, Beziehungen sind brüchig, die sind nicht verlässlich. Und ähnlich wie beim vermeidenden Bindungsstil entwickelt das Kind hier auch oder der Mensch hier auch eine Strategie, um damit umzugehen. Und zwar so dieser innere Glaubenssatz, okay, ich muss mich um Beziehungen bemühen, ich muss mir Liebe und Aufmerksamkeit erkämpfen. Ja? Und somit zeigt sich vielleicht später dann, dass die Menschen sehr stark klammern an anderen Partnern und Partnerinnen. Ja, ich muss mich auch ständig rückversichern, dass alles okay ist. Ich bin sehr sensibel gegenüber den Bedürfnissen des anderen und stelle meine eigenen Bedürfnisse eher zurück, um dem Partner, der Partnerin zu gefallen. So, zurück zum Dating und der Beziehung, aber mit den Fakten, die wir gerade noch gehört haben im Hinterkopf. Jetzt stellt sich die Frage, inwieweit es Sinn macht, die drei Bindungstypen beim Dating zu berücksichtigen. Also macht es eher Sinn, eine Person zu daten, die den gleichen oder sehr ähnlichen Bindungsstil hat, wie ich selbst, oder sollte man lieber das völlige Gegensatz daten? Ja, grundsätzlich ist der sichere Bindungsstil hier etwas im Vorteil. Ja, der sichere Bindungsstil ist sich ja eben sicher in seinem Beziehungsverhalten und kann Beziehungen auch gut führen. Die können sich schnell verlieben, die können auch schnell Beziehungen eingehen und die belastet es zum Beispiel nicht so sehr, wenn der eine Partner mal mehr Nähe braucht, ein bisschen aufdringlich ist und sich sehr viel Mühe gibt oder eben auch, wenn sich der Partner zurückzieht. Ja, die können mit beiden quasi umgehen und somit ist quasi der kompatibelste, ja, der ein Mensch mit einem sicheren Bindungsmuster, da diese quasi Allrounder sind, was diese Beziehungsstile angeht. Ja, Problem ist allerdings, dass sich diese Menschen auf den Online-Plattformen wahrscheinlich eher weniger bewegen, ja, weil sie ja vielleicht schon in langjährigen Beziehungen sind oder aber nur ganz kurz auf dem Single-Markt quasi verfügbar sind, weil sie sich ja eben sehr schnell wieder in Beziehungen einfinden, weil sie Kompromisse eingehen können, ja, und das alles nicht so eng sehen. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach eher größer, dass sich der vermeidende und der ängstliche Bindungsstil kennenlernen und da herrscht auch so eine gewisse Anziehung, ja, zwischen diesen beiden. Der ängstliche Bindungsstil hat ja gelernt, ich muss mir Beziehungen, ich muss mir Liebe und Aufmerksamkeit verdienen. Ja, ich muss mich anstrengen. Und somit investiert der ängstliche Bindungsstil ganz viel Energie und ganz viel Zeit und Kraft auch, um Aufmerksamkeit zu erhalten in Beziehungen oder auch schon in der Kennenlernphase. Ja, man überlegt sich kreative Dates und startet immer wieder Werbungsversuche. Beim vermeidenden Bindungsstil kommt das natürlich erstmal gut an. Ja? Wir haben es ja alle gern, wenn sich jemand um uns bemüht. Mit der Zeit wird aber häufig dieses Investment vom ängstlichen Bindungsstil als zu viel wahrgenommen. Ja? Der vermeidende Bindungsstil fühlt sich dann ja in seiner Autonomie, die er ja so hoch hält, bedroht und zieht sich zurück. Ja?
Das triggert dann aber den ängstlichen Bindungsstil wiederum, sich noch mehr Mühe zu geben. Ich muss mich wohl noch mehr anstrengen, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Ja? Und somit ergibt sich dann ganz häufig so eine On-Off-Beziehung oder auch so eine Push-and-Pull-Dynamik auch, ja? Die quasi von beiden eigentlich aufrechterhalten wird. Einerseits durch diese starke Anstrengung vom ängstlichen Bindungstypen, als auch durch den Rückzug des vermeidenden Bindungsstils. Ja. Am Ende sehnen sich natürlich beide nach Beziehungen, ja, aber die jeweiligen Schutzstrategien, die sie sich ja erarbeitet haben, ja, die ergänzen sich hier quasi nicht sinnvoll. Wenn du jetzt noch mehr zum Thema wissen willst, dann kannst du dich auch direkt gerne an Chris wenden. Sein Instagram-Profil habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Ansonsten kommentiere doch gerne, wie du die Folge fandest, ob du dich vielleicht selbst an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt hast oder wenn du einfach generell was zum Thema sagen willst, kommentiere es gerne auf Social Media. Falls du auch jemanden kennst, der eine spannende Geschichte zu erzählen hat, vielleicht bist du es ja auch selbst, schreib mir einfach. Entweder per E-Mail an b-redet@gmx.de oder über Instagram. Ich freue mich, von dir zu hören.